Eine Zuschauerin hat mir geschrieben, eine längere Mail, wo aber viele gute Sachen drin sind, die viele Zuschauer, glaube ich, auch interessieren, weil es ähnliche Symptome oder Beschwerden eben auch gibt. Sie schreibt: Ich leide jetzt schon fast 4 Jahre unter Schwindel im Sinne von Gangunsicherheit, Benommenheit, Probleme mit den Augen, das Gefühl, die Augen bleiben stehen, Konzentrationsprobleme und krasse Vergesslichkeit. Bei dem Podcast Folge 215 hatte ich ein deutliches Aha-Erlebnis. Bis auf das ich meinen Master nicht nebenbei mache, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es bei mir auch stressbedingt ist. Aber es fühlt sich halt so krank an. Der Podcast 215, ich gucke mal gerade in meiner großen Liste, ist, genau, das habe ich mir schon gedacht, fangt an, wirklich mit euch zu sprechen. Ich verlinke euch den mal. Ich habe übrigens da, neben diesem fangt wirklich an, mit euch zu sprechen, auch ein zweites Video mal zugemacht jetzt, wo ich den Hintergrund aus einer etwas anderen Perspektive auch angehe, aber im Prinzip die gleiche Kernbotschaft nochmal gebe, nämlich fangt an, laute Selbstgespräche mit euch zu führen, was einfach auch den förderlichen Punkt mitbringt, dass wir wirklich mal machen. Häufig ist es ja unser Kopf, der uns immer wieder davon abhält, Dinge zu machen, die eigentlich wichtig für uns sind, weil unser Kopf aber sagt, ey, mach mal lieber keine Veränderung, weil Veränderung ist halt Veränderung und wir wollen keine Veränderung. Ne, da gibt es auch ein Video zu, das verlinke ich euch mal. Unser Kopf will nicht, dass wir uns verändern und wir müssen immer am Ball bleiben, damit wir aber diejenigen sind, die auch mal dominieren und sagen, doch, ich werde jetzt mal mehr in diese Richtung von Veränderung gehen. Auch hier am Rande noch, ich habe ja viele Podcasts mittlerweile auch online stehen. Ich habe das für mich mal so geordnet, dass ich die bestehenden Videos mal alle in eine gewisse Reihenfolge gebracht habe und lasse jetzt jeden zweiten Tag einen alten Podcast, also ein altes Video als Podcast neu online gehen. Und den zweiten Tag kommt dann im Moment erstmal ein Video dazu. Und wenn ihr, der Podcast ist ja auch immer unten in der Videobeschreibung verlinkt zu den Videos, die online gehen. Wenn ihr die Videos lieber als Podcast hört, gar kein Problem. Könnt ihr einfach hingehen und immer unten reinklicken. Wenn ein Podcast dazu schon existiert, dann ist der in der Regel in der Videobeschreibung auch mit drin. Ansonsten podcast.lukasrick.de kommt ihr dahin, wo ihr alle Podcast-Folgen abrufen könnt. Spotify, Google, Apple, alle mit vertreten. Könnt ihr mal in Ruhe mit reinschauen. Ich habe alles untersuchen lassen: Orthopäde, HNO, Augenarzt, Neurologe, Kardiologe. Ich war sogar 2,5 Monate in der psychosomatischen Ambulanz. Nichts. Hört man häufiger? Ist aber nicht unbedingt schlecht, ne? Also es ist blöd, dass dein Symptom noch da ist, aber es ist gut, dass du so eine umfangreiche Abklärung erhalten hast, wonach man mit absoluter Sicherheit, allem, was wir an Sicherheit im Moment greifen können, einfach sagen kann, bist gesund. Ist doch schon mal gut. Mein subjektiver Eindruck, es geht mir abends besser als morgens und bei stressigen Situationen saufe ich ab, dann ist alles dicht, nichts geht mehr und keine Stringenz, was mein Körper als stressig bezeichnet. Es ist häufig so, das würde ich hier als Empfehlung auch mit reingeben, dass unsere Kompetenz, die wir in bestimmten Situationen vielleicht als überschritten erleben, das darin mündet, dass wir diese fehlende Kompetenz mit einer Stresshormonausschüttung kompensiert erleben. Das heißt, wir geraten in bestimmten Situationen, wo wir unseren Kompetenz- oder Wohlfühlrahmen verlassen, in eine Unruhesituation rein, genauso wie Silvia das gerade hier beschreibt. Und es daher eben auch wichtig ist, dass wir das Drumherum dieser Situation uns näher betrachten. Wenn ein Mensch erlebt, es gibt Belastungen und diese Belastungen treten in bestimmten Situationen auf, dann ist häufig die Bewertung des Kopfes schneller als eine Erklärung, die für uns aber eigentlich sinnvoller ist, weil Veränderung damit einhergehen kann. Die erste Erklärung ist oft, naja, du bist halt zu blöd dazu. Die zweite Erklärung, hey, du machst gerade was, wo du gar nicht genau weißt, was du machst und du willst eigentlich gar nicht raten, aber hast gerade keine bessere Option. Zack, und wir haben eine viel bessere Erklärung, warum diese Unruhesituation so jetzt auch gerade da ist. Ich verfolge schon eine ganze Weile Ihre Beiträge bei YouTube. Nun habe ich auch noch Ihren Podcast gefunden. Hatten Sie nicht mal gesagt, zu viel ist auch nicht gut. Das empfehle ich übrigens Klienten, auch ganz bewusst. Ey, guckt nicht alles von mir, hört nicht alles von mir. Arbeitet euch rein, aber dann ist auch gut. Weil jedes Mal, wenn du irgendwas von mir konsumierst, kann dein Gehirn diese Verbindung aufbauen zu dem Start unseres Kennenlernens. Und das ist meistens mit den negativen Symptomen verbunden. Das heißt, haltet da auch so ein bisschen einfach ein Gleichgewicht mit rein. Ich fürchte, dass mein Problem
dieses zu viel ist. Ich bin ein extrem unruhiger Geist, habe meistens drei Dinge gleichzeitig laufen. Internet, Podcast, Frühstück. Therapeut in der Klinik meinte, dass es kein Wunder ist, dass mir schwindelig ist. Ach, das sind immer so banale Aussagen, ne? So nach dem Motto, ja, du bist ja in deinem Leben auch an dem einen Punkt nicht entschieden und bist immer mal so, ist doch kein Wunder, dass dir schwindelig ist. Das ist für mich, ne, ja. Weißt du, man hat früher gesagt, Walnüsse sind gut fürs Gehirn. Wie ist man da drauf gekommen? Man hat mal so eine Walnuss geöffnet und hat gesehen, die sieht aus wie ein Gehirn und dann haben Leute gesagt, ah, Walnuss ist gut für dein Gehirn. Gerade die Generation vor uns, da hat sich das total festgesetzt. Walnüsse sind gut fürs Gehirn, weil irgendjemand mal gedacht hat, es sieht halt aus wie ein Gehirn. Wenn jemand sagt, naja, du bist ja auch so hin und her, ist ja kein Wunder, dass hier schwindelig ist, das ist keine Erklärung, mit der Menschen zufrieden sind. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns. Statt Bücher lesen, gibt es Hörbücher, die man dabei die Wohnung putzen kann. Ich komme davon nicht runter und ehrlich gesagt fehlt mir der Wille dazu. Ich bin aber diese hilfloses Getorkle so leid, es ist so anstrengend, dagegen zu steuern. Ich habe noch einen Beruf, den ich sehr mag, der diese Unruhe noch befeuert. Ich bin Teamassistent und das morgens nicht so, wie du dir das abends vorgenommen hast. Herrlich. Abends sitze ich meistens völlig K.O. vor der Glotze, natürlich mit iPad und Handy. Hier möchte ich der Kommentarerstellerin quasi auch erstmal mitgeben, meine Grundhaltung liegt weniger im Diagnostischen als in dem, was hinter der Diagnostik eigentlich steht. Die Diagnostik geht jetzt hin und überlegt, welches Störungsbild passt da gerade eigentlich am besten drauf. Ich würde aber tatsächlich, das kriegt ihr ja in allen Videos von mir mit, weniger in Diagnosemodellen denken, als eigentlich mehr in dem Kontext, wo fehlt dir noch Training, um Kompetenz zu haben, um Dinge im Leben anders zu erleben. Und dir fehlt Training, Dinge einzeln dafür intensiver zu machen, weshalb du diese Fähigkeit im Moment auch noch nicht hast. Grund fürs Training, da verlinke ich euch mal ein Video zum Thema Motivation, wo es darum geht, dass wenn wir keinen Grund haben, etwas zu machen, weder große Ziele noch große Schmerzen, kommen wir nicht in Bewegung. Es gibt keine Faulheit, es gibt aber bei vielen Menschen fehlende Gründe und fehlende Ziele und fehlende Schmerzen. Und du brauchst gute Gründe, um in einen gewissen Trainingsverlauf zu gehen, um dir Kompetenz anzutrainieren. Und das ist das, was du machen kannst. Und da zielt tatsächlich auch deine letzte Frage auf, weshalb ich das auch nochmal mit aufgreifen möchte. Ich habe ihre Bundles entdeckt, also meine Videokurse, alle YouTube-Videos natürlich zum Thema Schwindel auf einen Haufen. Genial, aber ist das gut für mich? Soll ich nicht besser nur das Therapiegespräch buchen? Oder gar nichts davon? Was soll ich machen? Was ich hier gerade ganz spannend finde, ist, ich will nochmal kurz was zu meinen Videokursen und zu meinem Therapieangebot sagen. Erstens. Die Online-Videokurse sollen eine Möglichkeit für dich sein, dass du zeitnah einen geordneten Support von mir bekommst, einen gerichteten Support von mir bekommst, ohne dass du einen Termin buchen musst. Du kannst auch einen Termin buchen. Aber wenn du heute einen Termin buchst, ist das nächste freie verfügbare Zeitfenster in meinem normalen Online-Terminkalender, findest du auf meiner Internetseite, ungefähr etwas mehr als 2 Monate im Voraus buchbar. Also wir haben jetzt gerade Anfang Oktober, der nächste Termin ist Anfang Mitte Dezember verfügbar. Und wenn du dann sagst, du kannst nur nachmittags, dann ist es vielleicht sogar schon Januar. Es ist halt so, dass ich mir nicht mehr Termine aus den Lenden schneiden kann. Es gibt immer mal wieder irgendwelche Absager mit drin. Aber ich möchte dir eine Möglichkeit geben, sodass du möglichst zeitnah, geordnet und gerichtet anfangen kannst, mit meinem Support zu arbeiten. Dafür habe ich bestimmte meiner bestehenden Videos zusammengefasst, teilweise auch zusammengeschnitten noch. Ich habe den Ton verbessert, ich habe die Werbung daraus gekegelt und du kriegst quasi 7 bis meistens ungefähr 7 Stunden konzentrierten Fokus auf, wie kannst du konkret und in jedem Schritt angeleitet lernen, deine Situation zu verändern. Natürlich steht es dir frei, auch alle YouTube-Videos zu schauen und dir die selber rauszusuchen. Hier hast du nur eine Zusammenstellung, die von mir in der aus meiner Sicht sinnvollsten Reihenfolge zusammengestellt sind, so wie ich auch in der Therapie daran gehen würde. Und jedes einzelne Video ist zusätzlich kommentiert. Und dieser Kommentar bringt deinen Fokus dahin. Achte mal im nächsten Video auf Folgendes und schreib wieder fleißig mit, was für dich dabei hochkommt. Und ich glaube, das Wichtigste ist auch, wir haben die Möglichkeit, wenn du so einen Videokurs buchst,
das persönliche Video noch dazu zu nehmen, wo du von mir nochmal 10, 15 Minuten exklusives Videomaterial nur für dich persönlich, was nicht veröffentlicht wird, außer ich frage nach, du sagst ja, mit da reingegeben werden kann und dir auch wieder dabei hilft, noch konkreter an deiner Situation zu arbeiten. Und wir halten per Mail oder WhatsApp oder SMS oder Telefon noch einen Support aufrecht, sodass du wirklich zeitnah anfangen kannst, an deiner Situation zu arbeiten und entweder die Wartezeit von 2, 3 Monaten bis zu deinem nächsten Termin oder den Termin, den du dann buchst, überbrücken zu können. Vielleicht brauchst du den aber auch gar nicht mehr. Nur wenn du da durchgehst und hast da einen Termin mit mir, dann werden wir wahrscheinlich nur noch einen kleineren Teil der sonst notwendigen Termine brauchen, weil ich muss ja kaum etwas erklären. Wir gehen direkt in deine Reflexion rein. Warum ist das so wichtig? Menschen neigen dazu, und mir würde das genauso gehen, erstmal zu erzählen, was habe ich erlebt. Dinge, die du erlebt hast, sind aber meistens die Dinge, die deinem Leben entspringen und deinem Gehirn letztlich auch heraus resultieren. Und die Dinge, die in deinem Gehirn hochkommen, sind ja automatisiert in aller Regel und bei uns allen irgendwie gleich von der Struktur. Wir haben natürlich immer ein unterschiedliches inhaltliches Erleben, aber die Struktur ist in der Regel immer gleich. Nämlich negativ, szenarisch und automatisch denkend. Was mich deshalb weniger interessiert ist, was hast du erlebt und was hat dein Gehirn dir angeboten? Was für uns viel wichtiger ist, und was hast du dann gemacht? Also wie bist du dann darauf eingegangen? Also wie hast du dich dann verhalten? Wir quatschen heute nicht, damit du morgen weniger Befürchtungen hast. Wir quatschen heute, so damit du morgen besser darin geübt sein kannst, mit den Dingen umzugehen, die dann hochkommen. Und das ist der triftige Grund zu sagen, okay, ich buche mir mal so einen Videokurs beim Rick, weil wir dadurch den zeitnahen Startcharakter haben und ich lerne, nicht nur zu beschreiben, das kannst du natürlich dann auch viel besser, was dich stört, sondern vor allen Dingen auch daran zu arbeiten, wie reagierst du auf das, was dein Gehirn dir vorher angeboten hat. Und deshalb hier an die Zuschauerin ein freundlicher Gruß zurück nach Österreich, dass du da erstmal schon mal hier auch ein paar Ansatzpunkte hast, mit denen du arbeiten kannst. Und wenn du so einen Videokurs buchst, der größte Vorteil für dich ist die logische Reihenfolge und dass wir den Support eben auch halten können, sodass ich dich jetzt schon dabei begleite, tagtäglich im Vorankommen dich sicherer zu fühlen. Und wenn du dann nachher noch einen Termin buchst, perfekt vorbereitet zu sein und entsprechend schnell durchstarten zu können. Insofern, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie auch mal in die Kommentare mit rein und sag bis zum nächsten Mal.